ich weiß auch überhaupt nicht, wie man das macht. So vielleicht. Oh, Alter, hier mein Bein, ey, das kann ich auch in Real. TMLP. Oh. Ich kann auch noch Randomize machen. Natürlich. Ja, so laufe ich auch immer rum. Oh, jo, ja. Das sieht cool aus irgendwie. Vor allem mit der Dorf da vorne drauf. Ich muss mal meinen Skin updaten. Das ist irgendwie hässlich. Naja, keine Ahnung. So, wie macht man sich diese Farbpalette? Aus Lapis, Kaktus und Roserett. Und einen Holzblock. Oh, ich gucke immer in die Kiste. Ich bin so dumm. Lapis. Hä? Was habe ich jetzt für eine... Ach. Muss hier drauf. Lapis 1. Oder ich nehme mal 10. Submit. Dann. Cactus. Nehme ich auch mal 10. Und dann Roserett. Nehme ich mir mal 5. Oder? Ja, hier in der 164 sollte das noch gehen. Da kann ich mir nämlich aus 5 Rosen 10 Farbstoff machen, genau. Und dann noch ein bisschen Holz. Ich würde sagen, auch mal 10 so. Und ja, dann craften wir das hier mal zusammen. Okay, also es kommt auf die Anordnung an. Hallo? So, Farbpalette. Wenn ich die jetzt hier drauf anwende, dann... Hey, was kann man jetzt hier noch machen? Boah, wie kann man das anmalen? Was kann man jetzt hier noch machen? Ach so, wie man das hält wahrscheinlich, Alter, hier. So, warte mal. Es sieht ja auch lustig aus hier. Ja. Boah, hier, das fällt mir gleich aus der Hand. Mach ich lieber mal so. Oder? Keine Ahnung. Jo. Aber ich weiß nicht, vielleicht mit Shift? Ja, mit Shift und Rechtsklick geht das. Wir haben eine Statue von mir. Geil. Und kein Schwert mehr. Super. Gut, dann werde ich das jetzt wohl mal ein bisschen machen bei Spielern, die hier so raus sind aus dem Projekt. Oh. Alter. Wir sind ja schon wieder fast am Ende. Ne, wartet mal. Ich nehme mal Stone. Nehme ich mal so 100. Kann nicht schaden. So. Und dann machen wir, stellen wir jetzt erstmal einfach alle Spieler hier auf. Ja, uff, ne? Wie ich auch immer rede, ey, das ist ja voll schlimm. So, wo machen wir das mal hin? Ich weiß ja nicht. Ich kann ja fliegen, vergesse ich immer. Und ich denke immer diese Eulengeräusche, dass sie von irgendwo anders kommen. Also nicht für vom Spiel, sondern von außerhalb. Na komm, stelle ich jetzt hier unten erstmal ein paar Leute hin, ne? So, wen stellen wir da hin? Da stellen wir mal hin, der das Ganze ja organisiert. So, Sculpt und anmalen. Dann einen frei, dann stellen wir zum Beispiel ja noch der Skin von der Wallfahrt erinnert mich immer an... Hä? Was war denn das gerade? Der erinnert mich immer an den von Rotpilz, deswegen nehmen wir den mal. So. Randomize, ja genau, hier, das passt zu Rotpilz. ja. Kann man nochmal so ein bisschen hier die Leute aufstellen. Obwohl es wäre eigentlich sinnvoll, wenn man so die Fraktionen macht, ne? Da kann man hier zum Beispiel noch Sturmwaffel HD. Wie der aussieht, ey. So. Und ich habe nicht mal viele Farbpaletten. Oh fuck.
Wen nehmen wir da? Ich weiß ja nicht. Wir nehmen mal der CMD-Krieger. Ja, und ich weiß die ganzen Namen auswendig. Das weiß auch nicht jeder. Aber ja. So. Ja, das stört natürlich jetzt hier mit diesen scheiß Büschen. Das ist ja ein bisschen kacke. So, zum Glück verschwinden hier die Dinger ein bisschen schneller. Und hier haben wir noch ein paar Gravel-Ores. Da freut man sich doch. Die nehme ich natürlich auch mal mit. Weil sie ja einfach nur nerven. Oh, Alter, Sturmwaffe ist ein bisschen... bisschen falsch, ja? Ich weiß ja nicht. Naja. Auf jeden Fall noch... einen anderen, und zwar, wen nehmen wir denn jetzt mal? Wir warten noch ein Projekt, so jetzt am Ende. Early Boy war noch ziemlich lange. Early Boy. Pff, da verändert sich ja viel. Nochmal Randomize. Ja, komm, das passt zu dem. So. Aber ich gehe jetzt erstmal pennen. Und zwar mache ich das jetzt ja auch mal ein bisschen schöner, ne? Also hier, das soll ja auch nicht so bleiben. Deswegen nehme ich das mal ganz kurz mit. Und leg das hier ins Haus. So, und zwar kann man hier drin schlafen. Jo, das geht, okay. Hätte ich das auch stehen lassen können, aber egal. Dann schlafen wir halt jetzt immer hier drin. Geil, was ist denn hier eigentlich? Das ist so ein bisschen schief, ne? Das ist ja cool. Wie hat er denn das gemacht? Das ist so ein bisschen schief. Das ist nicht eine Linie. Wie geht denn das? Geh weg, Creeper. Alter, ich bin so armselig. Ich kämpfe mit der Diamantaxt einfach. So, was ich mir auch immer schon mal gefragt habe, wenn ich jetzt ein Creeper bin, ne? Kann ich dann eigentlich explodieren? Das weiß ich gar nicht. Wie kann man jetzt explodieren? Boah, das wüsste ich mal gerne. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie man explodieren kann? Randomize, ja komm, nehmen wir mal den nächsten, und zwar Revinside Sculpt. Ach so, wer auch noch drin war, ne? Warte mal, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich jetzt Kaltung? Und ich, ist da ein großer Unterschied zu Kunga? Nö, das ist einfach derselbe Skin. Ja komm, hier das. Warte. Zack. Zack. Dann... ah ja, genau, wer auch noch drin war. Stimmt, der war Concrafter. Und Krancrafter, das ist der komische Typ da. Concrafter. Zack. So, da haben wir jetzt ja schon mal ein paar Leute. Ja gut, keine Ahnung. Irgendwelche random wirklich rausgenommen. Ich hätte jetzt auch hier Krivi-LP nehmen können. Der war ja auch noch mit drin. Soll ich den mal hier daneben stellen? Man bräuchte halt noch mehr Platz, ne? Das ist immer noch zu wenig hier. Und ich bräuchte mal diese Lumber-Eggs. Sowieso diese ganzen Tinkers Construct-Dinger. So. Stellen wir hier jetzt erstmal... Spark of Phoenix. So. Ah ja, stimmt, da hat er seinen Skin geändert. Ja, das nehme ich. So. Ja, stimmt, Broken Thumbs und so fehlen ja auch noch. Da fallen dann, die fallen dann immer so kleckerweise ein, weißt du? Und am Ende hat man dann doch drei oder so vergessen. Naja, das machen wir dann die nächsten Folgen noch fertig und mal sehen, was wir dann danach machen. Ich esse erstmal ein bisschen was von den Experience-Dingern und dann können wir auch mal testen, wie ich hier explodieren kann nächste Folge. Schreibt's mir, wie gesagt, mal in die Kommentare. Ist auf jeden Fall immer schön, einen explodierenden Creeper zu sehen. Warte mal. F5, ne? Ja, das sieht man doch gerne hier, einen fliegenden Creeper. Ist schon ein bisschen lustig, aber ich kriege auch Angst. Deswegen gehe ich mal wieder in die Ansicht. Ich mache nochmal einen Screenshot hiervon. Fürs Thumbnail, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.